Experiment wurde 9-mal durchgeführt, von denen 3 unglaublich zufriedenstellend waren. Das heißt, die kleine G schaffte es gedanklich, auf diesem Papier zu schreiben, obwohl sie zu keinem Moment den Stift, geschweige denn das gut geschützte Papier, berührte. Unglaublicherweise zeigte die Waage jedoch kein Anzeichen für die Kraft, mit der dies erreicht wurde. Bei 2 der erfolgreichen Experimente waren deutlich Tintenstriche auf dem Papier sichtbar und bei dem 3. gab es eine Reihe von Punkten und Kreisen, wo zuvor absolut nichts gewesen war. Das Ergebnis war überraschend und natürlich war es eine Offenbarung der Möglichkeiten, die dem Menschen zur Verfügung stehen. Es stimmt, es ist nur gelungen, ein paar Striche zu machen, aber was wäre passiert, wenn diese Fähigkeit verbessert worden wäre? Wie weit hätte Klein G gehen können? Aus der Ferne durch Gedanken zu schreiben bedeutet, zu bestätigen, dass der Geist in der Lage ist, Materie zu verändern. Das heißt, dass wir mit unseren Gedanken unsere 3D-Realität, unsere physische Welt beeinflussen können. Das Unglaublichste ist, dass Little G dazu ihre Vorstellungskraft nutzte. Sie stellte sich mit ihren Gedanken den Stift und dann das Papier vor, auf dem sie schreiben wollte, was sich sofort in der Realität manifestierte. Die Experimente mit der Thermowaage und dem piezoelektrischen Kristall ergaben die gleichen Ergebnisse. Bei allem ging man davon aus, dass es eine externe Kraft gab, die so schnell wirkte, dass die Instrumente nicht in der Lage waren, sie zu messen, sodass sie zu dem Schluss kam, dass es mit dem heutigen Stand der Technologie nicht möglich sei, die Entstehung dieses Phänomens nachzuweisen. Ein weiteres Experiment, das von der Chinesischen Akademie für somatische Wissenschaften durchgeführt wurde, betraf ein 19-jähriges Mädchen namens Li Chanru, das die Fähigkeit besaß, zerbrochene Baumblätter wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu bringen. Die Wissenschaftler wählten ein Baumblatt aus, zerbrachen es in 2 Teile und gaben es Li, die es sofort zwischen ihre Hände nahm. Nach einer Weile und nachdem sie etwas gefühlt hatte, gelang es der jungen Frau, die Teile wieder zu verbinden und diese wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu bringen. All dies unter dem wachsamen Auge der Experten und ohne dass Li jemals ihre Hände öffnete oder sich vom Ort wegbewegte. Anscheinend war das Blatt ganz und es schien, als wäre es nie in 2 Teile geteilt gewesen. Aber was würde auf mikroskopischer Ebene passieren? Die Verantwortlichen des Experiments beobachteten unter dem Mikroskop, dass das Blatt perfekt zusammengefügt war. Es gab keine Anzeichen von Überlappung und obwohl nicht alle Abschnitte des Blattes eine perfekte Verbindung aufwiesen, war es Li gelungen, die Adern des Blattes zusammenzufügen und sie wieder zu verbinden. Dieses Experiment wurde wiederholt durchgeführt und bei allen Gelegenheiten wurde der gewünschte Erfolg erzielt, wodurch jede Art von Beeinflussung ausgeschlossen wurde. Li hatte die Fähigkeit, die veränderte Materie wiederherzustellen. Aber laut dem Bericht verfügte sie aber auch über andere Fähigkeiten, wie das Erkennen von Formen mit ihrem Gehör, Fernerkundung, Gedanken übertragen und die Fähigkeit, in den menschlichen Körper hineinzusehen. Es gab weitere freigegebene Experimente, darunter ein Dokument vom 6. April 2000 mit dem Titel Forschung über die paranormale Fähigkeit, die Raumbarriere zu durchbrechen, wo über die gesammelten Experimente, die vom Institut für Ingenieurwesen der Luft- und Raumfahrtmedizin in Peking durchgeführt wurden, berichtet wird. Dem Dokument sind Videoaufnahmen und Hochgeschwindigkeitsfotos beigefügt, die mit der Absicht aufgenommen wurden, den genauen Moment zu sehen, in dem die dreidimensionale Raumbarriere durchbrochen wurde. Mit anderen Worten, es ging darum, den Moment festzuhalten, in dem verschiedene Sachen wie Nüsse, Streichhölzer, Pillen, Nägel und andere Gegenstände in fest verschlossene Papiertüten und in Glas- oder Plastikflaschen eingeführt wurden. Unerklärlicherweise ohne die Wände zu durchbrechen, das heißt, die Elemente innerhalb der Behälter zu teleportieren. Bei dieser Gelegenheit war es ein 26-jähriger Mann mit erstaunlichen psychokinetischen Fähigkeiten, der sich 50 Tests unterzog, von denen 25 zufriedenstellend waren. Das heißt, er hatte eine Erfolgsquote von 50%. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass alle diese Fälle real waren, konnten aber nicht erklären, wie es funktioniert. Dies zeigt die Grenzen der Wissenschaft, der so viel Vertrauen entgegengebracht wird, dass das, was wissenschaftlich nicht erwiesen ist, auch nicht existiert.
Na gut, in diesen Fällen ist die Wissenschaft unfähig, eine Erklärung zu finden. Sie ergibt sich aus den Kräften des Menschen. Es besteht kein Zweifel, dass jeder von uns ein Potenzial hat, das wir wecken müssen. Nicht nur um unser Selbst willen, sondern um der ganzen Menschheit willen.